Servus alle zusammen. Heute ist es wieder soweit, es ist Freitag der 13. Ein Tag, der für viele mit Pech in Verbindung steht. Aber woher leitet sich der Glaube an diesen Unglückstag überhaupt ab? Tatsache ist, dass er bei uns im fränkischen Brauchtum so gut wie keine Rolle spielt. Es gibt keine Regeln, keine Bräuche, die wir heute beachten müssten. Und es zeigt eben auch schon mal, dass Freitag der 13. eigentlich nicht aus unserer eigenen lokalen und regionalen Vorstellung hervorgeht. Die erste verbriefte Katastrophe, die sich an einem Freitag, den 13., abgespielt hat, das war die Verfolgung und die Ausmerzung des Templerordens in Frankreich am 13. Oktober 1307. Der Templerorden, der eigentlich im Heiligen Land aktiv gewesen ist, hatte sich in den Jahrzehnten vorher mehr und mehr nach Europa verlagert und war hier zu einer doch sehr ansehnlichen Macht gelangt. Das hat natürlich diejenigen sehr stark von Kopf gestoßen, die diese Macht und diesen Einfluss vorher gehabt haben, wie beispielsweise die Kirche oder auch den französischen König. Philipp IV. Hat daraufhin am 13. Oktober 1307 den Templerorden verboten und die Mitglieder festsetzen lassen. Den Großmeister Jacques de Molay ließ er am Ende sogar auf dem Scheiterhaufen als Ketzer verbrennen. Dieses Unglück, diese Katastrophe, die sich damals ereignet hat, wird gemeinhin als Ursprung des Aberglaubens an Freitag, den 13. hergenommen. Aber in Wahrheit ist diese These mittlerweile längst widerlegt. Denn zwischen 1307 und der heutigen Zeit fand so gut wie keine große Katastrophe an einem Freitag, den 13. statt. Und auch der berühmte Börsencrash in New York, der gemeinhin mit dem schwarzen Freitag in Verbindung gebracht wird, ereignete sich in Wahrheit schon am Donnerstag zuvor. Insofern kann Freitag, der 13. als historisches Datum eigentlich nicht der Ursprung sein für den Glauben an den Unglückstag. Eine andere Deutung ist die, dass sich Freitag aus dem christlichen Glauben als Tag großer Katastrophen abgeleitet hat. Denn immerhin wurde am Karfreitag Jesus Christus gekreuzigt, was natürlich für die Religion entsprechend ein Tag der großen Trauer ist. Die Zahl 13 auf der anderen Seite spielt eine sehr große Rolle in der Zahlenmagie. Denn man geht davon aus, dass die 12 die Zahl der absoluten Vollkommenheit ist. Deswegen ist die 12 auch in den Religionen ganz besonders wichtig. Es gibt im Christentum beispielsweise die 12 Apostel oder auch die 12 Stämme Israels, genauso wie wir im normalen Tagesablauf und im Jahreslauf die 12 sehr häufig nutzen. Der Tag hat 2x12 Stunden. Das Jahr hat 12 Monate und insofern ist natürlich alles, was nach dieser Zahl der Vollkommenheit kommt, und da ist nun mal die 13 die erste, gleichzusetzen mit Chaos. Ja? Wenn also die 13 als Zahl des Pechs und der Katastrophen mit dem Unglückstag Freitag zusammenfallen, dann kommt mehr oder weniger alles auf einen Haufen und davon leitet sich höchstwahrscheinlich eben auch die Angst der Menschen ab, dass an diesem Tag besonders viel Unglück auf sie niederfahren wird. Der Glaube daran, dass Freitag der 13. mit Pech und Unglück einherkäme, der leitet sich tatsächlich in erster Linie von vielen verschiedenen populären Medien des 20. Jahrhunderts ab. Es ist also nicht so wie normalerweise im Brauchtum, dass wir sagen, die Menschen versuchen selbst eine Art von Ordnung herzustellen oder eben eine Art von Kausalkette zu bilden, in dem Freitag der 13. der Ursprung des Unglücks ist, sondern es wurde ihnen quasi vorgegeben, beispielsweise durch Romane oder auch durch Verfilmungen, die mit diesem Mythos um Freitag den 13. spielten. Die Macht, die er mittlerweile hat als Tag des Unglücks, die leitet sich schlicht und ergreifend von einer selbsterfüllenden Prophezeiung ab. Wenn ich also daran glaube, dass heute besonders viel Pech auf mich niederfahren wird, dann stelle ich mich vielleicht teilweise tatsächlich ein bisschen blöder an als sonst und werde dieses Pech mehr oder weniger auf mich ziehen. Ja, es ist also tatsächlich so, dass alles, was heute schiefläuft, natürlich grundsätzlich, da haben wir dann die Kausalkette tatsächlich in der Wirkung, auf Freitag den 13. abgewälzt wird, obwohl der Tag selber so gut wie gar keine großartige Bedeutung für uns hat. Ihr seht schon, Freitag der 13. steht ein bisschen außerhalb der Reihe des normalen fränkischen Brauchtums, des normalen Volksglaubens, weil er in dieser Form, wie wir ihn heute kennen, tatsächlich eher eine populäre Vorstellung ist.